Ich glaube wohl, das stand auf jeden Fall in einem extra Ständer. Ich sage immer Ständer, Aufsteller. Haschisch? Ist Hanf Haschisch? Mal googeln. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute gibt es ein XXL. XXL, ja, kann man sagen. Ein XXL Beauty Haul. Ich war im DM und im Rossmann. Und wenn du wissen willst, was ich da alles eingekauft habe, dann bleib doch einfach dran. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen und über ein Däumchen nach oben, wenn dir das Video gefallen wird. Ich zeige euch jetzt einfach erstmal alle reduzierten Sachen, die ich mitgenommen habe, beziehungsweise Sachen, die aus dem Sortiment gehen. Und ja, werde ihr da jetzt nichts Großartiges zu sagen, weil man die eh nicht nachkaufen kann. Einmal habe ich mitgenommen von Darf Go Fresh, grüner Tee und Gurkenduft. Ein Deo-Spray, 48 Stunden Deodorant. Als nächstes dann von Nivea, war auch reduziert, Winter Moments, ein Deo-Roller. Dann von Rexona, Winter Dry, Limited Edition. Und dann einmal nochmal Nivea, auch Winter Moments Edition, allerdings als Antitranspirant. Der Rasiergele. Vier Stück insgesamt. Iced Berries. Das habe ich schon mal gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gezeigt habe im letzten Beauty Haul. Ich glaube nicht. Aber davon habe ich noch mal vier Stück mitgenommen, weil die wirklich extrem runtergesetzt waren. Und es ist eine neue LE jetzt reingekommen. Und es ist ja auch so, dass Balea Rasiergele ständig im Wechsel sind, was die Limited Editions betrifft. Die gehen raus. Neues ist reingekommen. Dann eine Lippenpflege von Balea Iced Berry. Auch, geht auch raus. Dann war das ja auch reduziert. Und zwar von Balea eine Bodylotion Mystic Nights. Und dann hier noch eine Bodylotion Soft Elegance. Dazu, da habe ich mir zwei mitgenommen von Darf. Und zwar ist das die Winterpflege, Pflegedusche. Bodylotion? Ja, das ist eine Pflegedusche. Ups. Dann im Rossmann gab es das als Ausverkaufware. Und zwar auch ein Duschgel Remember the Summer. Das hier war auch reduziert, beziehungsweise diese Duftrichtung war reduziert. Das ist ein Duschgel mit Bio-Mädesüß und Bio-Mandarinschale. Und ja, reine Natur. Normalerweise sind die schon etwas teurer und ja, da überlege ich mir dreimal, ob ich das mitnehmen soll für diesen Preis. Aber dieser hier war reduziert und von daher habe ich den hier mitgenommen. Und was habe ich noch mitgenommen? Ah ja, das hier von bei Rossmann. Das war im Ausverkauf. Das sind auch Duschgele. Habe ich zwei Stück mitgenommen von der Firma Love Beauty and Planet. In der Duftrichtung Coconut and Yang Yang. Und das roch auch oder riecht immer noch sehr, sehr gut. Ja, war reduziert, geht wahrscheinlich aus dem Sortiment. Rossmann, ich habe zwei Pakete mitgenommen, weil ich das mal unbedingt austesten wollte. Und zwar von M. Asam Vino Rose Sofort-Hautoptimierer. Minimiert sofort Linien und Fältchen und ja, kaschiert sofort Poren, reduziert den Glanz. Ja, M. Asam, die Pflegelinie kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur das Magic Finish Make-up und den Primer. Und M. Asam hat jetzt sogar dekorative Kosmetik oder noch mehr dekorative Kosmetik herausgebracht. Das muss ich mir auch mal näher anschauen. Kommen wir wieder zurück zum DM. Da war diese Maske von Alverde, upsala, im Angebot, ist immer noch im Angebot. Klärende Peelingmaske und pflegende Intensivmaske. Und dann noch was, ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Sortiment geht, aber auf jeden Fall war es im Ausverkauf. Sebamed, Micellenwasser
Ja, ich meine, ich habe das schon mal probiert. Habe ich das schon mal probiert? Und ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Das war, glaube ich, in einer Box drin damals. Oh, ich muss mir meine alten Videos nochmal anschauen. Genau, ja. Ja, ich bin gespannt. Also wenn es das ist, was ich meine, ausprobiert zu haben, dann finde ich es gut. Aber gut, es geht wahrscheinlich raus und von daher spielt es eh keine Rolle. So, jetzt kommen die richtigen Produkte, die nicht reduziert waren, sondern die es wirklich im normalen Standard-Sortiment gibt. Und zwar einmal von Balea. Das ist eine Zweiphasen-Tuchmaske mit Vitamin C und Hyaluron von Garnier Skincare. Das ist wohl eine neue. Und zwar nennt sie sich Nutribom Pflege-Milchtuchmaske, intensiv pflegend, vitalisierend. Ich denke mal, es ist eher für trockene Haut gedacht und ich bin sehr gespannt. Dann habe ich noch von Schämens zwei Tuchmasken mitgenommen. Ich glaube, die sind auch ganz neu. Einmal die hier von mit Hyaluron. Und dann einmal diese Sorte mit Aloe Vera. Diese beiden hier habe ich aus nostalgischen Gründen mitgenommen. Die habe ich nämlich damals, als ich noch junge, knackige 20 Jahre alt war, ständig benutzt, weil ich den Duft einfach mochte. Und das waren einfach meine Lieblingsduschgele. Einmal von Palmolive, das ist dieses hier. Relax, ja, absolut relax und das duftet so, so gut. So, so gut. Wonach überhaupt? Lavendel, ja klar, Lavendel, Yang Yang und Kardamom. Und dann diese Mineral Massage Duschgel und Peeling in einem. Mein Mann mag das überhaupt nicht. Der hat das nämlich aus Versehen einmal benutzt. Und dann hat er mich gefragt, was ist das? Kauf das nie wieder. Und das riecht nach Aloe Vera und Wasserminze. Auch ein sehr, sehr schöner Duft. Ein sehr frischer Duft. Kann ich das beschreiben? Ein richtig schöner, frischer, gepflegter Frauenduft. Nicht zu süß. Gefällt mir sehr, sehr gut, hat mir immer gut gefallen und deswegen habe ich die mitgenommen. Balea Dusch Peeling Calm Coco, also auch ein Kokosduft. Der ist schon stärker und ich glaube, der ist auch ein bisschen künstlicher, aber es riecht trotzdem sehr, sehr gut. Ach so, ja, da sind übrigens Kaffee-Peeling-Körner drin. Die hier, die habe ich immer vorrätig, weil ich die so zwischendurch einfach mal benutze, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Haut trocken ist durch die Heizung oder gerade jetzt im Sommer, haben wir schon Sommer, wir haben Mai, aber wir haben ganz, ganz tolles Wetter. Ja, wenn die Sonne einfach scheint und die Haut so ein bisschen erhitzt ist, dann gehe ich damit drüber. Und es ist ein ganz neutraler Duft. Das ist übrigens das Balea Wasser Spray Aqua. Und ja, es riecht nach nichts, aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Diese Kühle, die man dann auf die Haut bekommt, das erleichtert einem das Gefühl, die Spannung löst sich. Und von daher ist das immer in meinem Beauty-Schrank drin. Und was auch immer in meinem Standardsortiment drin ist, sind diese, ist diese Haarpflegereihe quasi von Elvital. Einmal Tonerde absolut als Shampoo. Und dann einmal das Nährpflege-Shampoo von Ölmagique, aus der Ölmagique-Reihe. Dazu dann halt die Nährpflege-Spülung. Und das hier finde ich ganz, ganz toll. Das benutze ich, wenn ich merke, dass mein Ansatz vielleicht ein bisschen fettiger wird. Und dann brauche ich einfach
diese Pflege und man hat einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl danach, wenn ich das nutze, wenn ich einen richtig, richtig schönen Duft in meinen Haaren haben möchte. Das riecht wirklich traumhaft. Traumhaft. Was ist da drin? Das ist für trockenes Haar. Und welcher Duft ist drin? Blütenöle sind drin, aber das steht jetzt nicht ganz genau drauf, welche. Ich brauchte ein Gesichtspeeling. Das Peeling ist mir ausgegangen und ich konnte mir nicht entscheiden zwischen zwei Peelings von Balea. Das eine Peeling, das habe ich immer früher benutzt, weil, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder was Nostalgisches bei mir im Kopf. Die Reihe von Balea, weil, ja, ja, das ist ein ganz schönes, frischer Duft nach Aloe Vera. Und dann habe ich das hier mal mitgenommen. Das ist auch von Balea. Das Creme Peeling mit Aprikosenkernöl. Dann brauchte ich noch ein Waschgel und dann habe ich mir dieses von Balea geholt. Das Waschgel aus der Aloe Vera Reihe habe ich früher auch immer benutzt. Außerdem ist mir ausgegangen mein Nagellackentferner. Ich nehme den immer mit für die Finger, für die Nägel an den Fingern. Nagellackentferner Schwamm, wo man dann halt den Finger reinsteckt, den Finger dreht und schon ist der Nagellack ab. Ja, ich komme mal näher ran. Also, Clean ID, das ist eine LE wahrscheinlich, oder das ist keine LE. Ich meine, das wäre, aber ich habe es nicht im Aufsteller gesehen bei unserem DM. In der Theke, meine ich. Na egal, auf jeden Fall war das in einem extra Aufsteller und die sind auch definitiv neu. Die sind nicht irgendwie im Standard-Sortiment. Das sind Primer. Und zwar einmal Insta Bright Serum Primer. Das wollte ich unbedingt einmal ausprobieren. Und einmal das Pure Pore Minimizing Primer. Das, der. Und dazu noch die Mascara. Clean ID heißt einfach, dass sie natürliche Inhaltsstoffe haben. 92%, 98%, 97%. Da sind halt keine Mineralöle drin und keine Mikroplastikpartikel und kein Silikon und so weiter. Ne? Ist auf jeden Fall vegan. Und dann gab es da noch eine LE und zwar diese hier. Das ist eine LE mit einer Hanfpflanze als Design, Deko oder auch als Inhaltsstoff. High Beauty, zweideutig, sowas wie High End und High, wie High halt, ne, wenn man einmal Haschisch geraucht hat. Das fand ich richtig, richtig interessant und irgendwie auch witzig. Es gibt hier so viele Produkte von mit Hanf und Haschisch. Ist Hanf Haschisch? Mal googeln. Die Mascara habe ich mitgenommen, werde ich austesten. Und dann das hier, das ist auch ein Primer. Und zwar ist das ein Hydrating Face Primer. Das heißt ein Primer, der auch der Haut Feuchtigkeit spendet. Jo, die haben wohl als Inhalt tatsächlich Hanf. Es gibt mittlerweile ja sehr, sehr viele Produkte mit Hanf, ja, es ist in der Nahrungsmittelwelt oder auch Kosmetik und bin mal gespannt und ich werde darüber berichten, spätestens in einem Aufgebaut-Video. Ich hoffe, dieser Beauty-Haul hat dir gefallen, wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!